Gut, Belagerungswaffen, würde ich sagen. Kommen drei Paladin-Kanonen, wir wollen nicht geizig sein. So, und jetzt haben wir auch erstmal kein Holz mehr. Dann schicke ich doch die vier Leute auch noch mal zum Holz. Ist ja besser, als wenn die arbeitslos hier rumstehen. Ein Flugzeugträger von den Vereinigten Staaten. Na gut. So, erste Paladin-Kanone ist fertig. Dann würde ich sagen, reißen wir doch direkt mal die Mauer ein. Beziehungsweise das Tor. Gruppe 1 kann ein bisschen nach vorne, um Deckung geben. Der Flugzeugträger, der hält ganz schön was aus, glaube ich. Obwohl, nee, doch nicht. Und tschüss. Sind wir den einen schon mal los. So, Türme hier und da und hier. Und jetzt können wir auch sehen, was das hier ist. Tragbarer Computer. Ja, okay. Gruppe 1 hält die Stellung. Achso, wenn ich dabei bin, erhöhe ich doch mal die Reichweite und auch die Feuerkraft. Und das kann ja nie schaden. Gut. Ja, ansonsten Rohstoffe sieht gar nicht schlecht aus. Ich würde sagen, mehr Bürger brauchen wir nicht. Bevölkerungslimit ist auch schon fast erreicht. So, das war's mit dem Tor. Die Frage ist jetzt, sind hier noch irgendwo Türme, die wir nochmal eben einreißen müssen? Oh ja, da ist zum Beispiel einer. Da möchte ich ungern unsere Gruppe 1 dran verheizen. Das können die Paladin-Kanonen aus der Entfernung schön machen. Das war der, sind hier noch mehr. Da ist auf jeden Fall schon mal das Kapitol. So, Gruppe 1 vor. Achso, die können auch mal Gruppe 2 werden. Da ist noch ein Turm. Und da ist noch einer. Gut, dann müssen die beiden nochmal eben weg. Und wir werden... Ach ne, nur U-Boote und der Flugzeugträger. So, weg mit dem Turm. Gruppe 1 wird hier... Ach ne, Molotov wird beschossen, aber das ist egal, der hält ordentlich was aus. Okay, das Kapitol da weg, dann brauche ich mal einen Bürger, beziehungsweise gleich ein paar mehr. Damit die hier gleich ein neues Stadtzentrum errichten können. Beziehungsweise, okay, erster Auto-Save. Das heißt, 6 Minuten haben wir schon durchgehalten ohne Absturz. Ich hoffe, das bleibt so. Muss ich da jetzt reichen die Siedlung oder muss ich da wirklich ein Stadtzentrum hinbauen? Naja, wir werden es rausfinden. So, die restlichen Türme hier können noch weg. Ist hier oben noch irgendwas? Ne, da ist die Insel zu Ende. Okay. Gut, ich fürchte, eine Siedlung reicht nicht. Dann müssen wir die nochmal bevölkern. So, ihr beiden noch. Dann kommt hier noch ein Turm hin und dann müssen wir die andere Seite der Insel noch befestigen. Hier diese Spitze. Und das, was hier hinten noch ist. Ja, ja, für das Volk, ich weiß. Wie weit geht denn die Insel hier noch? Das wollen wir doch mal gucken. Uah, Türme. So, jetzt haben wir eine Siedlung. Aber es passiert nichts. Lass mich doch mal eben ganz kurz in unsere Aufträge gucken. Nutzen die Insel in Hispaniola als Sprungbrett. Militärstützpunkt habe ich gebaut. Neues Stadtzentrum oder Kapitol habe ich auch gebaut. Das heißt, eigentlich sind die Aufträge erledigt. Es sei denn, wir müssen die restlichen Gebäude hier noch zerstören. Das kann natürlich sein. Genosse, für das Vaterland. Oder, achso, Moment, das war... War das hier überhaupt schon Havanna? Ach nee, das war Port-au-Prince. Havanna ist da drüben. Das da ist Havanna. Da müssen wir ein Kapitol bauen. Okay, dann hätte ich mir das hier sparen können. Naja, was soll's. Für das Vaterland. Gut, immerhin haben wir diese Insel schon mal gesäubert. Und können uns hier jetzt ungehindert ausbreiten. So, da ein Turm, da ein Turm. Hier ein Turm.
Und dann, ja gut, um darüber zu kommen, eine Landverbindung gibt es nicht. Dann würde ich sagen, zu Erkundungszwecken baue ich mal zwei Fregatten. Da kommen wieder die U-Boote mit den jetzt schrecklichen Texturen. Vielleicht könnte ich auch... Ach komm, wir haben jetzt genug Platz. Ich baue hier mal ein Flugfeld hin. Dann können wir aus der Luft mal ein bisschen die Umgebung erkunden. Habe ich eigentlich noch Punkte zu fahren? Nein, nur die drei. Hier fehlen noch vier Bürger, aber ich glaube, das lasse ich mal frei. Wir haben 4000 Nahrung. Ich denke mal, das reicht, was wir jetzt an Farmen da haben. Gut, ein Flugfeld. Wie wäre es denn hier? Achso, hier ist auch nochmal Gold und Eisen, aber das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Bevölkert habe ich hier. Ich kann eigentlich auch nochmal komplett bevölkern. Ne, das reicht schon so. Und das hier nochmal erforschen. Gut, dann erkunden wir doch mal ein bisschen die Meere. Ich weiß gar nicht, die Karte ist ja relativ... Die geht bis hierhin. Was ist denn hier noch? Da ist auf jeden Fall ein U-Boot. Moment, damit will ich mich noch nicht anlegen. Ich warte lieber erstmal, bis die Upgrades hier erforscht sind. Die Frage ist, ist hier einfach nur noch Wasser oder sind hier noch irgendwelche Inseln? Oh, oh. Oh shit, die sind stärker als ich. Flugfeld ist fertig. Okay. Ja, bauen wir doch mal zwei Phönix. Dann erkunden wir damit gleich mal ein bisschen die Meere. Denn unsere, ja, die Fregatten sind schon versenkt. Na gut, achso, Gruppe 1 und Gruppe 2 kann ich eigentlich auch mal zu einer Gruppe zusammenführen. So, Phoenix ist fertig. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier Schönes haben und wie wir am besten nach Kuba rüberkommen. Uah, wow, was ist denn das? Ist das schon Kuba? Oh oh. Gerade geschafft. 60 Energie sind noch übrig. Dann direkt mal wieder landen. Was ist da hinten los? Wieder ein Flugzeugträger und Fregatten haben angegriffen. Okay, das macht aber nichts. Na gut, da drüben ist schon die Insel. Kann ich da rüberschießen? Nee, ich glaube, das... Nee, das ist ein bisschen zu weit entfernt. Aber ich glaube, ich baue gleich mal... Ich baue hier nochmal eben Türme hin. Und dann werde ich unsere Werft mal hier aufbauen. Dann haben wir hier einen schönen kurzen Weg. Und dann kann ich den Gegner mal belagern von See aus. Drei Flakstellungen. Ich denke, ich versuche erstmal die Flakstellung zu zerstören von See aus und dann... ich darf auch nicht zu viele Bomber bauen, denn unser Bevölkerungslimit... Das muss ich auch im Auge behalten. Na gut. Ein Dock. Ja, komm, ein Dock, eine Werft. Achso, ich kann auch gleich mal gucken, ob wir vielleicht im Krankenhaus noch was erforschen können, damit wir das Bevölkerungslimit ein bisschen aufstocken. Und ansonsten muss ich ein paar unserer Bürger irgendwie beiseite räumen. Ich glaube, von den Nahrungsmitteln könnte ich ein paar abziehen, notfalls. Moment, kann ich mit den... Die Paladin-Kanonen haben jetzt 13. Vielleicht kann ich da sogar rüberschießen. Das muss ich mal ausprobieren. Was ist da hinten schon wieder los? Fregatten, Fregatten, okay. U-Boote. Volk von Kuba, ich gebe euch eine und nur eine Chance zur friedlichen Kapitulation. Nur eine Chance? Dann sage ich Ihnen auch nur einmal. Schmoren Sie in der Hölle. Schmoren Sie in der Hölle. Nennen Sie mich Molly. Ich begreife Sie, dass die USA Kuba nicht im Stich lassen. Also geben wir Ihnen eine Chance zu verschwinden. Danach werden meine Gewehre sprechen. Miss Molly. Okay, zweite Autosave. Dann bleibt nur noch das Problem mit der Asynchronität. Scheinbar scheint das ja wirklich zu funktionieren jetzt mit den Grafikeinstellungen. Wir werden angegriffen. Oder wie gesagt, ich habe einfach nur Glück. Wir werden sehen. Ach so, die Cyber... Ach, das soll ich alles auf Kuba bauen.
So, was ist hier? Fregatten. Okay, dann hätte ich mir das hier alles sparen können. Na, egal. Gut, also rüberschießen kann ich hier, aber nur die ersten Gebäude weiter komme ich nicht. Aber diese vorgeschobene Insel hier ist gar nicht schlecht. Die kann nämlich hervorragend die ganzen U-Boote hier abwehren. Gut, dann würde ich doch sagen... Na toll, Fregatten. Lauf! Ach, die wollen gar nicht... Doch, die wollen die Leute abschießen, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Dann muss ich hier auch noch ein paar Türme bauen. So können wir noch was erforschen. Bevölkerungsgrenze 5. Ja, das ist sehr gut. Gut, zwei Kriegsschiffe, zwei Fregatten und am besten auch nochmal ein Atom-U-Boot. Die haben immer eine schöne Reichweite. So, hier die Verteidigung hält Stand. Ja. Gruppe 1 schicke ich mal zum Krankenhaus rüber. Das hilft zwar nicht für die Cyborgs, aber zumindest für die anderen Soldaten. Was können wir denn ansonsten noch? Was habe ich hier eigentlich? Orthodoxe Kirche, die bringt mir, glaube ich, nicht wirklich was. Weltwunder kann ich nicht bauen. Hm. Dann schicke ich doch die Leute hier einfach nochmal mit zum Holzfällen. Besser als sinnlos rumstehen. So, ein Kriegsschiff ist fertig. Da erforschen wir doch auch direkt mal die Reichweite, damit wir schön aus sicherer Entfernung... Achso, Moment, hier stehen gar keine Türme. Ha, dann können wir ja direkt angreifen. Alles gezeichnet. Weg mit dem Flugzeugträger. Wobei, der Flugzeugträger ist eigentlich egal. Ich schieße erstmal die Flakstellungen ab. Und da kommen auch schon die Raketen von unserem Atom-U-Boot angeflogen. Was haben wir da? Ein paar Soldaten. Oh, da ist ein U-Boot. Wir werden angegriffen. U-Boot ist nicht so gut. Für das U-Boot brauche ich mal eben unsere Fregatten. Bis die fertig sind, muss ich mich mal eben wieder zurückziehen. Okay, Triton hat schon 24 Reichweite. Die erhöhen wir doch nochmal auf 31.